ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven. Und zwar heute Geburt bis zum Tod als Krimineller. Wenn ihr da übrigens Vorschläge habt, was wir noch machen können in dem Format, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr neu seid und es noch nicht getan habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und dann let's go! Mami? Alles okay? Oh! Es ist da. Ach, das... Wie viel der Kind ist es jetzt? Eins, zwei. Oh nein, so weit kann ich nicht zählen. Oh, ich muss nochmal neu anfangen. Mom. Drei. Drei. Acht Kinder habe ich schon. Oh nein. Oh mein Gott, es ist so kalt. Mom. Bring mir eine Cola. Wir haben, glaube ich, keine Cola mehr im Kühlschrank. Hier ist keine Cola. Hier ist Cola. Warte. Und so habe ich so viele Kinder und alle enttäuschen mich. Oh. Hier. Ach, danke schön. Was willst du noch hier? Ich gehe zur Schule. Einer muss mal Geld verdienen in dieser Familie. Du bist schon 3 Jahre alt. Du hast Hunger? Und mir ist kalt. Haben wir eine Decke? Dann geh raus und jag dir was. Ich habe keine Decke für dich. Es ist kalt draußen. Und mach, dass du wegkommst. Geh weg und bring mir noch eine Cola. Gibt's kein Essen? Wir haben schon seit drei Tagen nichts gegessen. Ja, dann geh doch weg. Oh, okay. Was ist mit... Kommt Jason wieder zurück oder ist der jetzt weg? Die sind ausgezogen, habe ich dir doch gesagt. Okay, verstehe. Die wohnen woanders jetzt. Wo wohnen die? Haben die Essen? Ja, die haben Essen, aber die wohnen ganz weit weg. Da kommst du nicht hin. Oh, okay. Verstehe. Ich suche was. Alles klar. Dann auf geht's, ne? Supermarkt. Yes, let's go! Boah. Ich habe auf dem Weg hierhin schon einen Passanten beklaut. Der hatte richtig viel Geld dabei. Guck mal. Der hat gar nichts mitgekriegt. Der hat sich gedacht, oh, warum ist denn meine Tasche auf einmal runtergefallen? Sag mal, hast du mein Geld geklaut? Nein, ich würde dann dein Geld klauen. Oh, nee, hier ist es. Ja, alles gut. Hab's wieder. Oh, hast du okay, auch schon? Let's go. Okay, ja, ja. Supermarkt. Oh, ja, ein paar Chips. Mm. Oh, und eine Pizza. Oh, lecker. Oh, ja. Ich hab das ganze Geld. Noch ein Drink. Ich hab das Geld aus der Kasse geholt. Du hast das Geld aus der Kasse? Oh, ja, komm mit. Go. Yes. Oh, klasse. Rein. Ich dachte, wir klauen wir haben alles, was wir wollen. Nein, wir klauen noch Geld. Ja, perfekt. Da ist doch gerade keiner da. Ich meine, dann sind wir doch selber schuld. Oh mein Gott, ich will auch einen Sportwagen. Was ist das für ein Sportwagen? Auto? Oh mein Gott. Komm rein. Sag rein. Bist du drin? Warte. Ist das normal, dass das brennt? Ja, ich bin drin. Fahr. Ja, nice. Ich bin auch drauf. Oh, wir kriegen ein Auto. Ja, yeah, wir haben das Auto geklaut. Let's go. Daisy B, bitte ins Sekretariat. Daisy B, bitte zum Direktor. Okay, da ist mein nächstes Opfer. Oh nein, ich muss zum Direktor. Nur weil ich im Mathe-Test die Lehrerin erschossen habe. Oh nein. Oh mein Gott, das klingt perfekt. Das ist genau, was ich suche. Ich wollte doch gar keinen erschießen. Was? Komm mal mit, du musst nicht zum Direktor. Ich muss nicht zum Direktor? Nein, du hast andere Talente. Du bist zu größeren bestimmt. Komm mal mit mir. Okay. Oh, ja. Ich bin zu größeren bestimmt. Das wusste ich schon immer. Okay. Hör zu. Ich bin mir sicher, du hast die Waffe weggetan. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich bin mir sicher, du hast keine Lust, irgendwie in der Schule unnötige Dinge zu lernen wie Mathe oder Gedichtsanalysen. Ja, sowas wie auf Leute schießen. Absolut, absolut. Und das können wir zusammen machen, ja? Ich leite eine kleine Untergrundverbrechensorganisation. Ich habe mich da schon ein paar Jahre reingefuchst. Ich bin jetzt aber kein Verbrecher, nur weil ich jemanden umgebracht habe. Nein, wir sind keine Verbrecher. Das ist nur der offizielle Name. Wir dehnen nur die Gesetze. Genau. Aha. Möchtest du für mich arbeiten? Ja, wäre cool. Ich habe gute Jobs für dich. Okay, sag an. Okay, pass auf. Als erstes brechen wir ins Sekretariat ein. Da hast du perfekte Voraussetzungen, weil du ja eh schon zum Direktor gerufen wurdest. Ich muss ja ohnehin nicht. Ich gebe dir mal auch nochmal so eine Zange, dann kannst du dich... Genau. Dankeschön. Dann kannst du nämlich auch einfach die Schließfächer vom Direktor aufknacken. Ich nehme an, da muss viel Geld drin sein. Okay, alles klar. Okay, wir treffen uns vor der Schule. Ich werde es versuchen. Bis gleich. Bis gleich. Oh mein Gott, das läuft ja immer besser. Meine Rekruten in der Schule... Ah, ja, ich weiß, ich erschieße nie wieder einen Lehrer, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Es läuft alles über einen Computer, der Direktor schreibt mich über einen Computer an, weil heutzutage darf er ja nicht mehr in die Schule. Aber das ist gut.
Warte, ich komme mit rein, ich helfe dir. Hier, okay. Und da habe ich das Geld! Oh, yes! Okay, wie hoch ist dein Anteil? Wie hoch ist mein Anteil? Ich nehme einen guten Teil. Ich nehme 60%. Okay, okay. Aber. Wir sagen 50-50. 50-50. Ich sorge für die Sicherheit, okay? Richtig. Jeder die Hälfte. Wunderbar. Alles klar, sehr gut. Okay. Hier das ist unser neues Haus. Hier ziehen wir ein. Mhm, das ist die Oh mein Gott, ich bin so. Oh, wie cool. Aber das ist voll klein hier. Was ist das für ein komisches Haus? Nein. Hier ist noch ein Aufzug. Komm mal hier durch. Was? Der ist ja voll versteckt. Ja, das ist unsere Geheimbasis. Unsere geheime Verbrecher. Ich meine natürlich Gesetzesdehnungsbasis. Absolut korrekt. Okay, jetzt hör mir genau zu. Du bist mein liebster Schüler. Du bist super erfolgreich gewesen. Deswegen möchte ich dich jetzt in die Geheimgeheimnisse der Verbrecherkunde einweisen. Du bist mein Schützling. Ich sehe dich als sowas wie meine eigene Tochter an. Ich bin bereit. Okay, pass auf. Es gibt immer Passanten, die sich wehren werden. Ja? Man sagt ja immer so, der älteste Trick im Buch ist, dass sie dir Sachen über ihre Persönlichkeit und über ihr Leben erzählen. Dann sind sie so, bitte beklau mich nicht, bitte nicht schießen. Ich habe eine Familie, ich habe einen Bruder. Dazu kann man auch einfach sagen, nein und trotzdem schießen. Okay? Stimmt. Nein und trotzdem schießen. Nein und trotzdem schießen. Sehr gut. Nein, ist mir egal. Schuss. Und dann zack, klaue ich dir das Geld. Und zack, klaue ich die Kreditkarte. Ich bin so stolz auf dich. Ja, wunderbar. Alle Online-Passwörter und zack, zack. Okay, und nicht bei der Kreditkarte aufhören. Der Personalausweis. Denn Identitätsdiebstahl ist ganz groß in letzter Zeit. Identitätsdiebstahl? Ja, die können wir weiterverkaufen. Können wir Bitcoin-Wallets stehlen? Wenn es welche Leute gibt, die das dabei haben, absolut. Ja, ich verkaufe einfach Bitcoin. Wir klauen alles, wir klauen die Handys, die können wir gut verticken. Das ist die moderne Art der Zahlung. Ja. Oh mein Gott, das wird so wunderbar. Wir werden so reich werden. Okay, hast du noch weitere Fragen? Was kannst du mir noch beibringen? Was ist denn noch wichtig? Zum Beispiel, was tue ich, wenn da ein kleines Baby ist? Nee, also die Babys, die kannst du lassen, ja? Die haben ja noch nichts getan. Die haben auch noch kein Geld, was wir ihnen klauen können. Das stimmt natürlich, da deswegen, hast du recht. Da können wir warten, dass die erwachsen werden. Also fokussieren wir uns auf alte Geld Oma. Verdienen. Alte Oma, sehr alte gut. Omas sind die Besten, die alte wir ausklauen Omas, können. Alte Opas, alle, die so ein bisschen gebrechlich aussehen, die vielleicht nicht schnell rennen können. Dann zack, mit dem Schraubenzieher genau, übergebraten und dann auf. Ja, oh mein wunderbar. Ich bin so stolz, ich war noch nie so stolz auf dich. Oh ja, und hier pflanzen wir unseren illegalen Salat an. Genau. Geh nochmal rein. Aha. Ja, geh rein. Ich geh rein. Habe es drin. Ah, der sieht aber auch gut aus. Den können wir sicher bald weiterverkaufen. Ja, da bin ich mir sicher. Dann machen wir so geheime Salatburger, die wir verkaufen. Genau. Lecker. Vielleicht können wir dafür noch ein, zwei Leute rekrutieren, die den für uns verkaufen. Das stimmt, definitiv. Falls du vielleicht noch jemanden findest, der auch... Wir haben ja noch andere Mitarbeiter. Die werden bestimmt Zeit haben. Ja, klar. Oh, das wird so super. Okay, auf geht's. Das habe ich ganz genau gesehen. Was? Oh mein Gott, ich hab sie gesehen! Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen oder ich schieße! Okay. 3, 2! Ich bin okay, okay. Stehe schon. So, ja, Sie wurden festgenommen. Ich hoffe, Sie. Oh, das ist meins. Ich hoffe, Sie wissen Bescheid, was es jetzt bedeutet. Sie kommen mindestens für 30 Jahre ins Gefängnis. Was? Wieso? Wegen gefährlichen Banküberfall? Ich war nicht mehr bewaffnet. Okay. Handschellen anziehen! Ich renne! Ich den bleiben! In meinen Jahren. Aber den Knast mit Ihnen! Nein! Au! Ah, Hilfe! Warum ist die Polizei so gewalttätig hier in letzter Zeit? Boom, boom. Ist okay, ich ergebe mich. Ist okay. Okay, gut. Sie haben ein paar Löcher in ihrem Körper. Ich bringe sie jetzt erstmal ins Krankenhaus. Kommen Sie bitte auf meine Schultern. Ja, wir müssen das leider jetzt mal ein bisschen flicken lassen. Aber sie hätten sich auch gleich ergeben können. Oh, meine Seite tut so weh. Da kann ich jetzt auch nichts dafür. Ich glaub, außerdem müssen meine Pistolen noch mal benutzt werden. Wissen Sie, dass die Polizei, das die müssen in Schuss gehalten werden. Ich glaube, mein Bein wird es nicht mehr machen. Ja, dann kommt das Bein halt ab, dann machen wir ihn da ein anderes Bein dran. Das Bein kommt ab. Ja, aber soll ich denn, wie soll ich denn im Gefängnis mich beweisen, einmal wenn mein Bein ab ist? Genau, ich bin mir sicher, der Arzt ist dann gleich bei Ihnen. Oh, mein Bein. So, was haben wir denn hier für einen Patienten? Aha, die Visite. Ja, also ich glaube, sie hat ein kaputtes Bein, ein paar Schüsse im Körper. Ja, Schüsse in der Seite. Ich glaube, meine Rippe hat es getroffen. Na gut, dann, ich glaube, die Notaufnahme brauchen wir dafür nicht extra öffnen. Okay, ich höre mal ab hier so. Oh, es tut so weh. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Au, kurz Vorsicht. Einmal runter. Ich muss doch nur einmal abhören hier. Das sieht gut aus. Alles klar. Ja, dann, Sie machen es nicht mehr lang. Fürs Gefängnis Sie machen es nicht mehr lang. Achso, Sie müssen ins Gefängnis auch noch. Ja, ich habe hier so eine Spritze. Warten Sie.
Zack! Okay, alles klar. Musste der Bank ausgeraubt. Naja. Wie soll das denn helfen? Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Sie können hier noch eine Stunde bleiben und danach kommen Sie ins Gefängnis und... Nein, ein Apfel! Ein Apfel am Tag macht alle Doktoren weg! Ah! Okay, ich muss schnell anrufen. Meine Schülerin. Okay, hallo? Hallo, bist du endlich da? Wie geht es dir? Es ist schiefgegangen beim Banküberfall. Ich wurde angeschossen, ich liege im Krankenhaus. Kannst du herkommen? Ja, natürlich. Ich bin sofort bei dir. Okay, danke. Hallo? Geht's dir gut? Oh, was das ist ging passiert? Schnell. Ja, das ging sehr schnell. Die blöde Polizei hat mich angeschossen. Hier, nimm das Geld. Oh nein, die Polizei hat dich angeschossen? Ja, ich glaube, ich mach's nicht mehr lang. Oh, das gibt's doch gar nicht. Du musst mein Imperium übernehmen. Hör zu, du bist meine beste Schülerin. Du bist die Einzige, der ich vertraue. Sag Carlos, er soll sich um alles kümmern. Er weiß, was gemeint ist. Und dann übernimmst du die ganzen Leute, okay? Sag niemandem was vom Untergrundbunker. Haben wir verstanden? Niemand. Nicht mal Carlos. Okay, niemand. Mach's gut. Meine Wunde. Warte, ich erleichter es dir. Mach's gut. Dankeschön. Ich mach, dass es schnell aufhört. Tu das. Warte und... Ich werde dich vermissen. So, das war's mit dieser Folge. Roblox. Ja, ja. Hey, von Geburt bis zum Tod. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr neu hier seid oder es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal und schaut auch bei der Easy vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn ihr einen Vorschlag habt für weitere Folgen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich höre da gerne drauf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.